Aber Papa, wir wollen noch spielen. Das ist so ziemlich gerade jeden Tag die Antwort, wenn ich sage, Jungs, kommt rein aus dem Garten, es gibt Abendessen. Und ich meine, klar, das Wetter ist perfekt, die Sonne scheint, es ist schön warm, es ist hell. Ich verstehe, dass die noch ewig spielen wollen. Aber es wartet halt auch immer am nächsten Morgen die Schule und die geht in Deutschland nun mal ziemlich früh los. Wir müssen dafür immer zwischen 6 und 7 Uhr aufstehen, je nachdem, wann es wirklich anfängt. Ich fand das ehrlich gesagt schon zu meiner Schulzeit zu früh und jetzt finde ich es auch zu früh, wo ich Kinder habe. Denn zum einen sehe ich jeden Tag, wie todmüde da richtig viele Kinder über den Schulhof laufen. Und zum anderen, es geht ja auch anders. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, wo meine Schwester in Spanien um 6 aufstehen musste, um in die Schule zu gehen. Und irgendwie haben die Kinder dort ja auch einen Abschluss hingekriegt und studieren oder machen eine Ausbildung. Ich finde es echt ehrlich gesagt total schade, dass bei unserem Bildungssystem alles so seit 200 Jahren starr ist und da nichts mehr geändert wird. Ich finde, wir sollten unsere Kinder auch wirklich viel mehr wie Kinder behandeln und nicht wie so kleine Erwachsene. Und macht gerne das Plus weg, denn ich würde euch gerne in einem der nächsten Videos erzählen, wie ich die ganze Sache anders machen würde. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu unserem Schulsystem sagt. Ist das noch up to date oder braucht es da dringend mal was Neues? Naja, das Ende vom Lied, die Kinder mussten natürlich reinkommen, haben Abend gegessen, haben sich fertig gemacht und jetzt geht's gleich ins Bett. Dabei würden sie doch so viel lieber noch ein paar Runden Fußball spielen. Und ich frage mich da immer nur, was ist wichtiger für dein Leben?